Uhren essen, gute Laune. Das ist unser Wunsch für den 9.3., an dem wir ein Community-Treffen durchführen. Wir, das sind Flo von Flomp89 und ich. Wir haben uns entschieden, euch einzuladen, euch mit uns und mit zwei Uhrenmarken im realen Leben nicht nur virtuell zu treffen. Die beiden Marken sind Botta Design und Archimede. Und wir werden einen hoffentlich wunderschönen Nachmittag und sehr gemütlichen Abend zusammen verbringen. Botta und Archimede werden natürlich Uhren mitbringen. Sie werden zum Anfassen sein, zum Angucken. Und die Vertreter der Marken werden auch für Fragen, Anregungen und Gespräche zur Verfügung stehen. Für euer leibliches Wohl ist gesorgt. Am Abend gibt es ein Buffet und alle nicht-alkoholischen Getränke sind im Preis mit inbegriffen. Da wir einen separaten Raum haben, das heißt, wir sitzen nicht in einem offenen Gastraum, in einer offenen Gaststätte, sondern wir haben einen Raum für uns, könnt ihr auch sehr gerne eigene Uhren mitbringen, um sie zu zeigen, Flo oder mir zu zeigen, vielleicht auch den anderen Uhrenverrückten zu zeigen und vielleicht sogar auch, um den Vertretern von Archimede und Botta gegebenenfalls sagen zu können, was ihr an euren Uhren toll findet und was ihr euch von euren Uhren in deren Portfolio gegebenenfalls wünschen würdet. Ein solches Event kostet immer Geld, es ist nicht umsonst und wir können das nicht aus eigener Tasche bezahlen. Das heißt, es gibt einen Kostenbeitrag, der liegt bei 76,50 € für Raummiete, für das Buffet und die nicht-alkoholischen Getränke zu bezahlen nach bestätigter Anmeldung. Die Anmeldung erfolgt über Mail an event@watchmaxe.de. Ich schicke dann eine Bestätigung raus, wo die Details zum Event, der genaue Ort, mögliche Hotels für eure Übernachtung sowie meine Kontonummer drin stehen. Flo und ich planen das Treffen als Event von Uhrenverrückten für Uhrenverrückte. Mein Hund wird zu Hause bleiben, weil er mit Uhren nichts am Hut hat. Und ich würde euch bitten, das genauso zu handhaben. Denn wenn da irgendein wildes Wesen durch die Gegend pest, ist man vielleicht gar nicht so sehr bereit, Uhren offen liegen zu lassen. Und es soll wirklich um Uhren und nichts anderes gehen bei diesem Treffen. Das Treffen findet in Dietzenbach statt. Das ist 15 bis 17 Kilometer südlich von Frankfurt. Das heißt, für alle aus der Rhein-Main-Region definitiv gut zu erreichen. Und auch für alle anderen sollte es über die Autobahn und auch über die Bahnverbindung kein großes Problem sein. Der Veranstaltungsort ist sowohl über S-Bahn als auch über Auto sehr gut zu erreichen. Wir haben Hotels in der Nähe, die günstig sind. Manche sind etwas besser und dann nicht mehr ganz so günstig wie das einfache Business Hotel. Jedem, der sich anmeldet, werde ich eine genaue Beschreibung schicken, wo wir sind, welche Hotels es gibt und auch wie man am günstigsten zu dem Veranstaltungsort hinkommt. Wir werden die Teilnehmerzahl auf 40 begrenzen, damit sich angenehme Gespräche in kleinen Gruppen mit den Herstellern, mit Flo und mir und auch untereinander entwickeln können. Ach ja, eines noch. Wir planen mehrere Überraschungen, die wir jetzt noch nicht sagen wollen, weil wir nicht möchten, dass sich irgendjemand ausschließlich wegen dieser Überraschungen anmeldet. Aber ich persönlich denke, dass diese Überraschungen wirklich ein Knaller sind und viele von euch begeistern werden, sowohl auf der kommunikativen Ebene als auch auf einer anderen Ebene. Lasst euch einfach überraschen. Ich bin super froh, dass wir das so hinstellen konnten und bin überzeugt, dass wir euch einen mega tollen Event am 9.3. hinzaubern. Flo und ich freuen uns total darauf, euch am 9.3. persönlich kennenzulernen. Bis dahin, tschüss, euer Axel.